und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013 Italien. Letztes Mal sind wir stehen geblieben und ja, jetzt nochmal hier fest noch zusammen gerade werfen. Und hier auf dem Vorrat nochmal. Und jetzt einfach keine Kreisfahrten mehr. Einfach bitte. Nein! Er hat den Berg dahingestellt. Ach du. Was soll eigentlich nicht passieren? Ah ja. Nobody is perfect. Dann kannst du schlecht nach hinten knallen. Und dann kannst du durchspielen hier. Hat Arsch weiter nichts gekommen, scheiße. Nein, was soll's. So, jetzt geht's daran, hier eine Stufe zu machen und dann haben wir es fertig, wenn wir nächste Einsatz machen. Ja. Aber ich merke schon, ich habe eine Aufnahmesession mehr geschafft als wie bei Vespichild. Nur bei Vespichild war die Felder, wo ich hat das natürlich auch etwas länger gedauert als wie hier. Die habe ich schon fast schnell durchgefahren hier mit, und das ist der kleine Case, ne? Wenn ich jetzt einen großen Case noch habe, oh weil. Und ich schneide die Felder ab, habe einen großen Schneidwerk. Und ich spiele auch noch alles, aber. Das wird später ins Stand kommen, wenn wir wieder mit der. Der Glage anfangen. Das muss ich aber erstmal mit X haben, dann habe ich jetzt einen Mod, der kostet 80.000, der ist auch sehr schön. Egal, weil das auch wenn das blind ist, mir ja. Ich bin halt einer, der Mod spielt. Das ist halt so. Ich bin auch alle bei LS50 gespannt, was da an, was man da an Start, Toren hat. Vor allem, ob sie jetzt bald wie so alles mit dem Anfang haben oder was Wassermod. Auch nicht schlecht. Boah, ich bin so geil, ich glaubte gar nicht. Aha! So, muss ich einfach mit abladen hier auf dem Weg hier. Ja, blödsinn, wird einfach mal ein Flash-Messer hier hinzukommen. So, zack. Na, also, geht doch. Jetzt schon 6 Stunden gebraucht, weil ja. Aktiv den alternativen Helfer als werde ich mir noch rausschneiden. Ausholen. Hat wirklich nicht wirklich. So. Dann einmal hier hin. Stehen bleiben.
das ordentlich hinkriegen. Ohne die Spadion gut zu machen, vor allen Dingen. Und unter der Schlagkiste. BX. So, dann können wir uns Pressen aufeinander setzen, oder? Und ich hab's gesagt, hier rein. Was? Okay, das ist auch wieder schon bei 60% jetzt. So, bald ist dein letzter Auftakt. Du bist ausgetauscht. Kurz vorher musst du noch Strompressen hier machen. Das ist schon ganz gut verdrängt hier. Soll fest, aber. Gasaufnahme bewegt sich nicht. Einfach nur mit die Bänder hier. Nee, ich gebe jetzt nur Belger. Die wissen nicht, was sie bauen. Dann ist schon genug. Das passt auch okay, abgesehen von der Kombi-Master, diese kleine da, die Kleinballenpress. Auf Kleinballen hat überhaupt keinen Bock drauf. Das ist unterschiedlich die Großballengröße. Die 1,20er. Oh, liebe für die 1,80er. Die sind mir lieber. Ganz genauso, wir gehen den kleinen HD-Ball gleich machen. Oh ne, die haben schon alles irgendwie gemacht. Mann, ich fahr doch voll, damit. Dass ich immer Pech habe, dass ich nicht stehen bleiben darf. Uff, es kommt Gas, 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 nein, Scheiße. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Vor allem geangelt, weil ich kann mit dem hier nicht. Der. Eng werden den hier an die. Seemaschinen zu hängen. Ja. Weil er halt so einen Scheißblöden Brustwendekreis hat. Weil man hat knapp ein bisschen
fast die Hälfte von den großen Wahlen, die normalen großen kriegen 6000, die hatten 2500. Ja, das wäre natürlich gerade viel. Können wir mal werden. Der Ball liegt ganz gleich. Da muss man extrem aufpassen, weil ich jetzt schon da ein paar Mal verkacken werde dran. Aber immerhin macht er noch richtig vernünftige Silage fallen, weil ich die meisten, die ich bin, die machen einfach nur Stroh drauf, so auch immer dazu schwer ist, da einfach in der Datei zu ändern, dass die Silage draus wird. Naja. Was soll's dann? Da kommen wir aber eigentlich noch bald zusammen. Ich muss schon mal durchsehen, wie viel ich überhaupt habe. Ich weiß nicht, wie viel Strom weil ich nachher machen muss. Zack, nee, ist fertig. Geht denn wieder zügig? Was ich auch nicht abhaben kann, ist diese beiden Pressen, die alle, die zu voll sind, trotzdem und, die Maske reingeht. Da ist noch besser in 2-3 Meter, ist aber das Ding schon wieder voll. Was finde ich noch schön, sowas. Auf jeden Fall diese Folge noch schaffen, diese Pressen. Dicke, keine Ahnung. Ist das doch schon eine Sache, was man liegt dann alles liegt. So, wir müssen so warten, dass die Scheiße hier. Ach, das ist so. Das ist was, das liegt alles rein. Das ist ja zu viel. Ich bin gerade rein. Ich glaube, dann den Rest machen wir gleich auch auf. Dann machen wir zu viel Fest haben, alles. So, lalala. Jedes bisschen zählt. Alles dazu beifügen, ich denke, bei viel. Weil die sieht noch fresh viel schöner aus. Also, wenn die quasi besser liegen. Also, war. Der ist voll, der oben ist auch gleich wieder voll, können wir auch schon wieder abtanken. Die Folge ist gleich auch schon wieder vorbei, die Zeit fliegt wieder. Das ist nicht mehr normal. Oder schon gleich langsamer ist es vorbei. Den noch. Ups, da. Dann je nachdem, wo der steht, muss ich ein Stückchen fahren. Aber schön, dass ich gerade stehen bleiben. Da lacht das Herz doch. Das muss ich jetzt machen, wenn ich stehen bleiben kann. Hier.
Masken, klar, das ist auch schön. Genau, schon eine Textur hier, hier da. 10, 12, war ein unglaublich dickes Chaos. Ein Balken auf jeden Fall noch, glaube ich. Ein Balken geben. Aber hundertprozentig. Und dann mach ich fest, dann kommt der nächste Folge mit Spicke. Ich kann jetzt wickeln gleich. Was geht im ersten Gang rein? Okay, hat man fast gefressen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch nächste Folge ein. Let's Play Landungssimulator 2020 Titanium. Wir werden dann uns dann über die Dinger gewickelt werden. Wir schauen mal die Atom später wieder. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.